Grüezi miteinander und willkommen auf diesem Kanal. Hier geht es um Narzissmus, um toxische Beziehungen, um emotionalen Missbrauch, vor allem aber darum, wie du in oder nach einem emotionalen Missbrauch wieder in dein eigenes Leben, in deine eigene Kraft hineinfindest. In diesem Video möchte ich mit euch den Begriff des Co-Narzissten, der Co-Narzisstin mal genauer beleuchten. Das ist meines Erachtens nämlich ein hochfataler Irrtum der Wissenschaft, den immer noch viele auch Narzissmus-Experten begehen. Viele Narzissmus-Experten und Expertinnen benutzen das Wort des Co-Narzissten und das ist hochgradig irreführend. Um euch das nahe zu bringen, euch das zu erklären, möchte ich euch die Geschichte von Mara und von Golda erzählen. Mara und Golda sind Töchter einer typischen narzisstischen Kollusion. Eine narzisstische Kollusion bedeutet, da kommt der grandiose Narzisst, ja, den kennen wir, ist überall der Beste, der Schönste und er hat alles im Griff und er ist super charmant und er schmeißt natürlich alles mit links und alle liegen ihm zu Füßen. Das wäre der Mann. Die Frau ist die verdeckte Narzisstin. Diese verdeckten Narzisstin, wenn das ein stark ausgeprägter verdeckter Narzissmus ist, da sind oft starke, auch antisoziale Züge in dieser Persönlichkeit beobachtbar, im Verhalten dieser Persönlichkeit beobachtbar. Das ist also die narzisstische Kollision, ja? Der grandiose Narzisst und die verdeckte Narzisstin. Die verdeckte Narzisstin, das bringen wir jetzt, es gibt ein Audio bei mir auf dem Kanal über verdeckte Narzissten, das kannst du dir mal anschauen, um das genauer sich anzuschauen. Der verdeckte Narzisst, verdeckt heißt nicht, dass der seinen Narzissmus versteckt, sein Verhalten versteckt. Das machen die meisten Narzissten. Die zeigen das nur ausgewählten Leuten gegenüber, die sie sich ausgesucht haben, um sie zu missbrauchen, hinter verschlossenen Türen, damit das keiner mitkriegt. Nein, ein verdeckter Narzisst, der Begriff verdeckt bedeutet, der erscheint nicht grandios. Man könnte es kurz so auf den Punkt bringen, quasi verdeckter Narzissmus in der Nussschale bedeutet, der verdeckte Narzisst macht sich zum Opfer eines anderen und zelebriert es, dieses Opfer zu sein. Und in diesem Opfertum macht er quasi den anderen zum bösartigen Täter, macht er seine Schuldumkehr. Ich bin die Unschuldige, du bist der Bösartige. Ich weiß, jetzt zucken schon wieder einige von euch zusammen und denken, ui, mache ich das auch in meiner Beziehung? Wartet erst mal ab. Es gibt da, das ist eben der Punkt, es gibt da feine Unterschiede. Also das ist die klassische narzisstische Kollusion. Grandioser Narzisst, verdeckte Narzisstin. Geht natürlich auch umgekehrt, geht natürlich auch bei Mann-Mann, bei Frau-Frau. Logisch, gell? Gut, also diese beiden haben nun zwei Töchter. Mara ist die ältere Tochter, Golda ist die jüngere Tochter. Zu Mara hat die Mutter, diese verdeckte Narzisstin, von Anfang an ein sehr schwieriges Verhältnis. Sie hat, bevor Mara zur Welt kam, ihre Beziehung mit ihrem Mann, mit dem grandiosen Narzissten, zelebriert. Sie hat natürlich überall gezeigt, was sie für ein Traumpaar sind, dass sie das bessere Paar sind als alle anderen. Der Narzisst, der vergleicht sich sehr gerne, der möchte, dass er beneidet wird. Das hat sie lange zelebriert und ist eine richtige, diese Kollusion, und das ist ja eine gegenseitige Abhängigkeit. Und der verdeckte Narzisst, der macht sich vermeintlich komplett abhängig vom Partner. Genau das ist bei diesen beiden auch passiert. Und jetzt kommt das Baby. Jetzt kommt Mara, die kleine Tochter, und die verdeckte Narzisstin, und das ist eben auch sehr verbreitet, die empfindet es so, als ob sich dieses Kind, dieses Baby, wie ein Keil zwischen sie und ihren Mann schiebt.
Sie fühlt sich nicht mehr als Einheit mit ihrem Mann. Nur schon deshalb, weil zum Beispiel ihr Partner, ihr Mann, das Baby oft hält und es verliebt anschaut und es wunderbar findet. Das wird später dazu führen, dass diese Mutter der 11-jährigen Mara sagt, du unterhältst eine inzestuöse Beziehung mit deinem Vater, um mich zu quälen. Das arme Kind weiß noch nicht mal, was inzestuös bedeutet. Abgesehen davon war da nie im Entferntesten irgendetwas von einem Inzest. Das nur am Rande. Gut, da hätten wir also Mara. Dieses Verhältnis ist schwierig. Die Mutter baut innerlich immer mehr eine Abneigung gegen Mara auf. Die war eigentlich schon immer da. Dann kommt Golda. Ein paar Jahre später. Und Golda ist nun der wirkliche Goldschatz. Das kennen wir ja von der narzisstischen Mutter, oder die polarisieren sehr gern. Also die haben ein Goldkind und das schwarze Schaf und die kleine Golda ist nun das Goldkind der verdeckten Narzisstin und die Mara, die ist das schwarze Schaf. Was dazu führt, dass die beiden komplett verschieden in dieser Familie behandelt werden. Während Golda keine Grenzen gesetzt werden, Golda darf alles tun, wenn Golda irgendetwas macht, wenn sie Tiere quält, wenn sie ihre große Schwester plagt, dazwischen redet, sich daneben benimmt, die Tischmanieren oder überhaupt quasi die Hausregeln nicht einhält, dann heißt das, oh, sie ist so süß, ach, sie ist, lass sie doch, oh, sie ist doch noch so klein, das hat sie doch nicht so gemeint. Wenn allerdings Mara irgendetwas in dieser Richtung macht, dann wird sie aufs Schärfste sanktioniert. Das gibt sofortige Konsequenzen, zum Teil übertriebene Konsequenzen. Das heißt zum Beispiel, wenn diese 13-Jährige 10 Minuten zu spät nach Hause kommt, nachdem sie bei Freundin war, kriegt sie eine Woche Hausarrest. Ihre Freunde werden sowieso nicht gutiert. Das sind alles Idioten und die sind alle unglaublich dumm. Was immer das Mädchen macht, ist falsch. Sie kann es innerhalb der eigenen vier Wände ihrer Mutter niemals recht machen. Da fragt ihr euch wahrscheinlich zu Recht, wo bleibt denn da der Vater? Also wenn ich als Vater das mitkriegen würde, ich würde mich mal vor meine Tochter hinstellen zu sagen, so Schicht, fertig, so behandelst du das Kind nicht mehr. Hat nie stattgefunden. Weil der grandiose Narzisst inzwischen derartig eingeschüchtert ist von dieser malignen, verdeckten Narzisstin. Er ist ein grandioser Narzisst, aber nicht, keine der malignen Sorte. Einer, von dem man, von Fernen sofort sieht, ach, ein Narzisst. Oh, manchmal man fast denken könnte, ach, sie ist süß. Oh mein Gott, dieses Brustgetrommel, ein bisschen peinlich, aber ist er eigentlich ein netter Kerl. Ist einer von dieser Sorte, ja? Nicht bösartig. Die verdeckte Narzisstin, Mutter von Mara und von Golda, die ist wirklich bösartig und malign. Inzwischen hat sie in all den Jahren der Ehe ihren Mann derartig eingeschüchtert. Ja, das geht auch bei einem Narzissten, dass er ihr sozusagen aus der Hand frisst. Er frisst auch unterm Gartenhaken hindurch, wie man das so schön sagt. Ja, also er hat Affären, Agogo. Aber das ist eine ganz andere Geschichte, die ein anderes Mal erzählt werden soll. Gut, also, die Mutter hat den Vater im Griff. Das heißt, der Vater getraut sich nicht, seine Tochter zu verteidigen gegen dieses emotional schwerst missbräuchliche Verhalten der Mutter. Mara darf ihre Meinung nicht äußern. Da ist sie natürlich dumm und liegt komplett falsch oder sie sagt sie zum falschen Zeitpunkt. Mara darf sich nicht wehren, Mara darf keine Bedürfnisse anmelden. Es ist also ein richtiges Aschenputtel-Dasein, das Mara da eigentlich führt. Wenn Mara sich mal selbst behauptet, wenn sie sich wehrt, wenn sie auf ihrer Meinung besteht, wenn sie etwas ausdiskutieren möchte, wenn sie sagt, ich möchte aber auch etwas länger draußen bleiben mit meinen Freundinnen, die dürfen das alle, dann kommt zum Beispiel so ein Spruch wie halt dein dreckiges Maul. Wir sprechen hier wohlgemerkt von, die Mutter ist Akademikerin, diese Ärztin. Ja? Und auch hier
Oft sieht man bei diesen Menschen, ganz egal was die für eine Bildung haben, ein ungeheurer primitiver Zug. Und dieser primitive Zug, der wird hemmungslos dem schwarzen Schaf gegenüber ausgelebt. Mara durchschaut das Spiel relativ schnell, kann aber nichts dagegen tun, ist manchmal natürlich eifersüchtig auf die kleine Schwester, dass die so ein gemütliches Leben hat, während sie ihr mithelfen muss, den Haushalt zu schmeißen, muss die kleine Golda nie auch nur einen Finger rühren. Das Interessante ist aber, wenn dieses Mädchen, die Mara, wenn die mit ihrer Mutter draußen unterwegs ist, dann schwärmt diese Mutter in den allerhöchsten Tönen von Mara. Mara hier und Mara da und Mara ist hübsch und sie ist klug und sie ist unglaublich gut in der Schule und sie ist so clever und ich muss euch eine Geschichte von Mara erzählen und Mara ist es unglaublich peinlich. Es sieht aber so aus, als ob diese verdeckte Narzisstin-Mutter ihre Tochter dazu missbraucht, mit ihr draußen zu scheinen. So, das ist meins. Das habe ich erschaffen. Dieses kluge Mädchen, dieses wunderhübsche Mädchen, ist meine Tochter. Sie ist Klassenbeste, dank mir. Es ist natürlich meine Tochter. Es sind meine Gene. Und sie wird nicht müde, dies gegen außen zu zelebrieren. Da gibt es dann auch solche Szenen, wie zum Beispiel, die Mutter ist eingeladen an ein Fest, an ein Gartenfest, das schon am Nachmittag beginnt. Und die Mara, die kennt diese Menschen auch, das sind Freunde ihrer Eltern. Und der Vater will nicht mitkommen, also bittet die Mutter, Mara mitzukommen. Mara ist inzwischen 17, die kann man nicht mehr einfach irgendwo hinzwingen. Das immerhin konnte sie mal durchboxen. Und jetzt bittet die Mutter freundlich, bitte komm doch mit, es wäre so schön, dich dabei zu haben. Und du weißt ja, das sind so nette Leute und die Kinder kennst du doch auch. Und Mara hat gelernt, man muss sehr klar sein, damit hier nicht plötzlich wieder Grenzen verschwimmen und einem, wenn man den kleinen Finger reicht, die ganze Hand genommen wird. Und Mara sagt sehr klar, okay, ich komme eine Stunde mit, danach gehe ich wieder nach Hause, ich bin noch verabredet. Wir erinnern uns, Mara ist 17. Mara geht also mit ihrer Mutter freundlicherweise an diese Gartenparty, sie hat überhaupt keine Lust darauf. Nach einer Stunde verabschiedet sie sich von den Gastgebern, ihre Mutter ist gerade im Gespräch vertieft, sie denkt doch, die weiß das ja, die will dich jetzt nicht stören. Und sie nimmt den Bus und fährt nach Hause. Kaum ist sie zu Hause, fährt mit quietschenden Reifen die Mutter ein, reißt die Tür auf. In diesem Moment kommt auch die Freundin, mit der sich Mara verabredet hat. Und die Mutter schreit sie an, was fällt dir eigentlich ein? So eine Unverschämtheit, wir waren eingeladen, du bist eingeladen bei diesen Leuten. Du hast zugesagt, dass du mitkommst und dann haust du nach einer Stunde ohne ein Wort zu sagen einfach ab. Ich schäme mich für dich, du bist wirklich ein Drecksmädchen. Die Freundin, die steht daneben, versteht die Welt nicht mehr. Sie hat diese Mutter noch nie so gesehen und ratet. Die Gewaltausübung, diese emotionale Gewaltausübung der Mutter, diese Einschüchterung, die ist so stark, dass Mara sich zwingen lässt, sich wieder ins Auto zu setzen und mit an diese Gartenparty zu fahren, wo sie mit ihrer Mutter bis zum bitteren Ende durchharren muss. Ihre Freundin, da zuckt die Mutter nur die Schultern und sagt, ja, die soll sich auf ihr Rad schwingen und wieder verschwinden. Seht ihr die Mechanismen? Also Selbstbehauptung hat Mara niemals gelernt. Golda hingegen hat
viel Selbstwertgefühl mitgekriegt, viel Selbstvertrauen, eine klare Orientierung und sehr viel Selbstbehauptung. Übrigens nur am Rande, was macht das eigentlich mit Golda, mit dem Goldkind? Zuzuschauen, wie ihre Schwester während ihrer ganzen Kindheit und Jugend von dieser Mutter mit unglaublicher emotionaler Gewalt missbraucht wird. Und da gibt es verschiedene Auswirkungen. Wenn Golda narzisstisch veranlagt wäre, dann würde sie diesem unter Umständen mit großem Vergnügen zuschauen. Ha, ich bin das bessere Kind, sie ist nichts. Aber unsere Golda, unser Goldkind, hat genauso wie wenig wie Mara narzisstische Züge. Narzisstische Züge haben wir alle. Aber Golda ist keine Narzisstin. Golda ist nicht als Narzisstin zur Welt gekommen. Und das braucht es nämlich, meines Erachtens, um zu einem Narzissten zu werden, egal wie man behandelt wird. Golda leidet. Golda leidet während ihrer ganzen Kindheit, zuschauen zu müssen, wie ihre Schwester behandelt wird. Golda, die kleine Golda, ist übrigens die einzige, die sich jemals vor Mara hingestellt hat und Mara gegen die Mutter verteidigt hat. Da hat die Mutter begeistert aufgelacht und fand, ach, ich finde dich wunderbar. Also Golda natürlich. Golda darf sich behaupten, Mara nicht. So, schauen wir uns mal die Partnerschaften von Golda und von Mara an. Was passiert? Golda mit ihrem Selbstwertgefühl und ihrer Selbstbehauptungsfähigkeit, die trifft schon mal ab und zu auch einen Partner an oder einen potenziellen Partner an, der missbrauchende Züge hat. Da sagt sich Golda, nicht mit mir. Du kannst gerne Leine ziehen, dann suche ich jemanden anderen. So lasse ich mich nicht behandeln. Ihr Hirn weiß, ich habe das Recht, gut behandelt zu werden. Das hat sie in ihrer Kindheit gelernt. Wie sieht es bei Mara aus? Mara führt einige Partnerschaften und immer wieder geht irgendetwas schief. Mara weiß irgendwo tief drin, das ist nicht okay, wenn ich emotional missbraucht werde. Und trotzdem kommt sie immer wieder in diese missbräuchlichen Beziehungen hinein. Sie löst sich wieder. Sie schafft es, sich zu lösen, was so eine ganze Serie von Beziehungen, von schwierigen Beziehungen ergibt, die insgesamt nie länger als ein paar Jahre dauern. Und Mara schafft es, sich zu lösen, Mara schafft es zu gehen, aber Mara gerät immer wieder zurück in diese missbräuchlichen Beziehungen hinein. Warum? Ihr Hirn hat gelernt, Liebe ist emotionaler Missbrauch. Liebe erkenne ich daran, dass ich emotional missbraucht werde. Das passiert natürlich nicht bewusst im präfrontalen Kortex. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass Mara darin missbraucht zu werden, emotional missbraucht zu werden, eine gewisse Stabilität findet. Warum? Weil das ist vertraut. Sie hat in ihrer Kindheit gelernt, wie man mit emotionalem Missbrauch umgeht. Sie hat gelernt, wie sie damit jonglieren kann. Sie hat gelernt, wie sie trotzdem irgendwo einen Rest ihrer eigenen Persönlichkeit aufrechterhalten kann. Sie hat gelernt, wie sie ihre Ich-Stärke trotz des emotionalen Missbrauchs auch aufbauen kann, ihren eigenen Weg gehen kann. Das heißt, ihr unbewusstes Hirn hat gelernt, emotionaler Missbrauch ist zwar unangenehm, aber ich kann den handeln. Und emotionaler Missbrauch ist das Einzige, was die junge Mara kennt. Also was macht Mara? Sie sucht sich wieder missbräuchliche Beziehungen, weil das kann sie handeln, das kennt sie wenigstens. Eine nicht missbräuchliche Beziehung, das hat sie ausprobiert, aber das war ihr so unvertraut und so fremd, da hat sie sich nicht wohlgefühlt drin. Irgendwann nun gerät Mara an einen Kerl, der sie so richtig missbraucht. Da geht es dann schon in die Nähe auch der körperlichen Gewalt,
Mara schafft es, sich zu trennen. Mara geht zu einer Psychotherapeutin. Sie braucht Unterstützung, sie braucht Hilfe. Und diese Psychotherapeutin lässt sich das alles erklären und hört sich ihre Kindheit an, hört sich das mit ihren Eltern an und hört sich an, wie sie als Kind behandelt worden ist und hört sich an, wie diese Beziehungen abgelaufen sind und sagt, ja, das ist relativ klar, du bist eine Co-Narzisstin. Du gerätst immer wieder in diese Dinge, weil du selbst eine Narzisstin bist. Das heißt, wir müssen an deinem Narzissmus arbeiten. Mara kennt diesen Begriff Narzisstin nicht. Mara sagt dieser Begriff nichts. Narzisstin, was ist das? Sie geht hin, sie sucht und sie findet die offiziellen Diagnosekriterien des Narzissmus aus dem DSM-5, dem Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders. Das ist eins der Klassifikationssysteme für psychische Störungen, Persönlichkeitsstörungen und Erkrankungen. Und sie liest sich das durch und sie denkt, also Bewunderung, ja, ich werde gerne bewundert. Kein Mitgefühl? Nein. Also das auf keinen Fall. Das stimmt schon mal nicht. Ich stelle meine eigene Bedeutung über alles. Ich will, dass ich eine unglaublich starke Bedeutung im Leben von anderen Menschen habe. Ja, ich möchte schon eine gewisse Bedeutung haben, denkt sich Mara zum Beispiel, wenn ich in einer Partnerschaft bin, dann möchte ich die exklusive Partnerin sein. Ich will nicht, dass der fremd geht. Ich will, dass ich im Wichtig bin. Ja, ich möchte Bedeutung haben. Aber ist das nicht normal? Wollen wir nicht alle im Leben von unseren geliebten Menschen eine gewisse Bedeutung haben? Also so im Sinne von Bedeutung. Ich bin unglaublich bedeutend und wenn ich an eine Party gehe, dann bin ich immer der bedeutendste Mensch. Nee, also sagt sich Mara, das habe ich nicht. Dann wie ist es denn mit Fantasien, so von unbeschränktem, uneingeschränktem Erfolg und uneingeschränkter Schönheit und uneingeschränkten Einfluss? Fantasien, habe ich solche Fantasien? Ja, also ich wäre schon gern ein bisschen schöner und ich fantasiere schon manchmal drum, dass ich dann mit meinem Geschäft irgendwann Erfolg habe. Und ich habe schon auch meine Fantasien und meine inneren Bilder, dass ich dann vielleicht in meiner Branche auch einen gewissen Einfluss habe. Ist das nicht normal? Soll ich das nicht tun? Was wäre denn, wenn ich das nicht tun würde? Also wenn ich das ja nicht tun würde, dann wäre mir das ja alles egal. Also da stimmt ja auch irgendetwas nicht. Gut, aber so übertrieben habe ich das nicht. Also so in dem Sinn, dass ich mir Erfolg über alles wünsche und da über Leichen gehe. Und dass ich mehr Erfolg haben will als alle anderen? Nein, das habe ich nicht. Dann beim nächsten Diagnosekriterium muss er sich fragen, wie speziell und wie einzigartig schätze ich mich selbst eigentlich ein? So speziell und einzigartig, dass ich eigentlich nur mit Eliten in irgendeiner Form unterwegs sein will, dass ich immer wieder sage, oh, nein, also das sind alles Idioten und Rindviecher, die können mir alle das Wasser nicht reichen, um Himmels Willen, nein. Also nur die oberen 10.000, die Crème de la Crème, der Intelligenzia und der Gesellschaft, nur die können mir das Wasser reichen. Nee, ey, wirklich nicht. Also ich, die mich gerne auf jedem Parkett bewege, nein, nein. Anspruchshaltung? Habe ich eine überhöhte Anspruchshaltung? Im Sinne von, wenn ich irgendwo für irgendetwas anstehen muss, dass ich einfach an dieser Schlange vorbeirausche und sage, so, also das geht nicht. Also das geht überhaupt nicht, dass ich hier so lange warten muss. Also mein Anliegen ist wirklich sehr wichtig. Ich denke, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie wichtig mein Anliegen ist im Gegensatz zu Ihrem Anliegen. Ich möchte also bitte vorgelassen werden. So eine Anspruchshaltung? Nee, habe ich auch nicht. Neid, wie ist es mit Neid? Ja, natürlich bin ich manchmal neidisch, aber dass mich dieser Neid gerade zerfrisst, was mache ich denn eigentlich mit diesem Neid? Diesen Neid nutze ich mir zu sagen, ah, interessant, das möchte ich auch, ja gut, dann gehe ich doch auch in diese Richtung. Oder was kann ich denn dazu tun, um mir dieses Bedürfnis zu erfüllen? Neid, denkt sich Mara, ist eigentlich ein super Indikator für ein Bedürfnis. Na,
Krankhaft der Neid habe ich auch nicht. Überheblichkeit, dass ich finde, ich bin die Beste und ich bin die Schönste und ich habe sowieso die Weisheit mit Löffeln gefressen. Das Gegenteil ist der Fall, denkt sich Mara. Die sagt sich, ich mit meinem schlechten Selbstwertgefühl wohl eher nicht. Sie sagt sich, irgendwas stimmt nicht und sie geht zurück zu ihrer Therapeutin und hat gesagt, sagt ihr, also ich habe diese narzisstischen Kriterien durchgelesen, das trifft einfach alles nicht auf mich zu. Ein bisschen vielleicht, aber nicht so, wie es da drin steht. Worauf die Narzisstin, worauf die Therapeutin auflacht und sagt, ah, ja, da haben wir es. Ganz typisch. Der Narzisst erkennt nie, dass er selbst ein Narzisst ist. Wir müssen wirklich arbeiten. Mara lässt sich drauf ein, ist ein gutmütiger Mensch, aber nach ein paar Stunden findet sie, also irgendwie geht das hier in eine Richtung, die mir so überhaupt nicht entspricht, und sie beschließt, sich einen neuen Therapeuten zu suchen, findet einen neuen Therapeuten, schildert ihm nochmal das ganze Problem und von vorne und sagt, also meine Therapeutin, die hat gesagt, sie ist eine Co-Narzisstin. Und der Therapeut sagt, das hört sich für mich nach etwas ganz anderem an. Und er fragt sie, wie ist es denn für dich? Alles, was du in deiner Kindheit erlebt hast, wie man mit dir umgegangen ist in deiner Kindheit, wie deine Mutter mit dir umgegangen ist mit deiner Kindheit, hast du denn das Gefühl, das sitzt irgendwo noch in jeder Zelle? Hast du das Gefühl, das beeinflusst auch heute noch dein Leben? Hast du heute noch manchmal diese Gedankenschlaufen, wo dir solche Begebenheiten von früher oder von früheren Beziehungen wieder im Kopf rumschwirren? Du kriegst dir nicht auch den Kopf raus und du hast das Gefühl, das passiert mir gerade jetzt. Und Mara sagt, ja und wie? Und ihr Therapeut sagt, du bist keine Narzisstin. Du bist traumatisiert. Dich hat dieser emotionale Missbrauch schwer traumatisiert. Und hier sind wir bei unserem fatalen Denkfehler gelandet. Da wird allenthalben gewarnt, dass man die Diagnose Narzissmus nicht zu früh aussprechen soll. Offizielle Zahlen sprechen davon, dass nur 1-3% der Bevölkerung narzisstisch veranlagt sind. In den USA sind diese Zahlen stark nach oben korrigiert worden. Ich denke, das müsste man bei uns auch tun. Eine bekannte Narzissmus-Expertin hat in einem Interview das Folgende gesagt. Die Frage war, sie haben sich auch mit Narzissmus und Partnerschaft beschäftigt. Wen suchen sich Narzissten als Partner? Und sie sagt, das ist ganz einfach. Ein bindungsfähiger Mensch wird sich kaum auf eine Beziehung mit einem Narzissten einlassen. Ein bindungsfähiger Mensch. Dieser wird ihm nicht viel bieten können. Was wir in der Regel vorfinden, ist ein narzisstisch strukturierter Partner und ein Komplementär-Narzisst. Dieser entspricht im Wesentlichen dem weiblichen oder dem verdeckten Narzissmus. Häufig finden sich also zwei Menschen mit einem verletzten Selbstwertgefühl, die darauf hoffen, von dem anderen gerettet zu werden. Mit anderen Worten sagt diese Narzissmus-Expertin, und das ist ein weit verbreiteter Irrglaube unter Narzissmus-Experten, dass der Narzisst sich einen weiteren Narzissten sucht. Das heißt, sie spricht hier von einer narzisstischen Kollusion, so wie es Maras und Goldas Eltern hatten. Der grandiose Narzisst und die verdeckte Narzisstin. Ich kann euch sagen, in den wenigsten Fällen gestalten sich narzisstische Partnerschaften in der narzisstischen Kollusion. Hier passiert etwas ganz anderes. Ja, sie hat vollkommen recht. Das sind zwei Menschen, die sich da finden mit einem verletzten Selbstwertgefühl. Ein Mensch mit einem komplett intakten Selbstwertgefühl, mit einer intakten Selbstbehauptung, entblödet sich nicht
sich mit einem missbrauchenden, narzisstischen Partner zusammentun. Der macht es nämlich wie Golda, der zeigt denen den Vogel und sagt, weißt du was, du kannst andere Leute, andere Frauen missbrauchen und schlecht behandeln. Mich nicht. Ich weiß, wie ich gerne behandelt werden möchte. Aber jemand wie Mara, die bleibt. Mindestens für eine gewisse Zeit. Weil sie ist sich das Ganze gewohnt. Meines Erachtens wird hier etwas Grundlegendes verwechselt auf eine fatale Art und Weise. Und das ist das Psychotrauma und der Narzissmus. Was nicht heißt, dass jetzt jeder Narzisst traumatisiert ist. Es gibt viele traumatisierte Narzissten, aber das Trauma macht nicht den Narzissten. Wenn die obige Theorie stimmt, sagen wir das nochmal, was wir in der Regel vorfinden, ist ein narzisstisch strukturierter Partner und ein Komplementär-Narzisst. Wenn wir den offenen versus den verdeckten Narzissmus anschauen, dann können wir nicht einfach sagen, der verdeckte Narzissmus, das ist Konarzissmus. Oder jeder Konarzisst ist ein verdeckter Narzisst. Oder jeder Partner eines grandiosen Narzissten ist ein verdeckter Narzisst. Das geht nicht. Das genau hier, versteht ihr, hier steckt der Irrtum. Hier steckt diese fatale Verwechslung drin. Und ich möchte euch das mit euch mal anhand eines Schemas anschauen, was denn hier eigentlich die Unterschiede sind. Ihr seht hier drei Spalten. Ihr seht den verdeckten Narzissten, den grandiosen Narzissten und den Menschen mit dem Psychotrauma. Gehen wir mal hier die ganzen Kriterien durch. Wir schauen uns erstmal eine Bindungsstörung an, die diese Expertin hier angesprochen hat, und wir schauen die Abhängigkeit an. Bindungsstörung hat der verdeckte Narzisst. Bindungsstörung hat auch der grandiose Narzisst. Und die meisten Menschen mit Psychotrauma, die mindestens als Kind missbraucht worden sind, auch die haben eine Bindungsstörung, oft aber milder als die Narzissten. Schauen wir uns die Abhängigkeit an. Der verdeckte Narzisst, der braucht ja das Gegenüber, um sich seinen Narcissistic Supply zu holen. Noch viel mehr als der grandiose Narzisst. Der grandiose Narzisst, der macht das überall. Der verdeckte Narzisst, der holt sich sein narzisstisches Labsal, seine narzisstische Zufuhr darin, dass er sich selbst zum Opfer eines anderen macht, eine Schuldumkehr macht und sich an der Verzweiflung des Gegenübers labt, dieser Verzweiflung, die sagen will, aber ich will doch nur eine gute Beziehung mit dir, was ist denn jetzt nur wieder passiert? Und der verdeckte Narzisst, der hat durchaus eine gewisse Abhängigkeit von einem solchen Partner, aber natürlich nur so lange, wie diese narzisstische Zufuhr auch funktioniert. Wenn die narzisstische Zufuhr weg ist, dann kann der verdeckte Narzisst ganz schnell wechseln zu jemand anderem. Psychotrauma kann eine starke Abhängigkeit durch das Trauma-Bonding zeigen. Schauen wir uns die Grandiosität an. Der verdeckte Narzisst hat eine Grandiosität. Ja, aber eben die ist verdeckt. Drum heißt es verdeckter Narzissmus. Der verdeckte Narzissmus, der hat nämlich all diese Kriterien mit: Ich gebe mich nur mit dem Allerbesten zufrieden und ich bin etwas unglaublich Besonderes und ich will bewundert werden und ich bin wahnsinnig speziell und einzigartig und ich sollte eigentlich einen ungeheuerlichen Erfolg und Einfluss haben. Meine Bedeutung ist herausragend. Und der verdeckte Narzisst hat auch keinerlei Mitgefühl, oft schlimmer als der grandiose Narzisst. Und ihr seht, Grandiosität, der verdeckte Narzisst, ja, der hat Grandiosität. Der grandiose Narzisst sowieso, das ist ja seine Haupteigenschaft. Menschen mit einem Psychotrauma haben nicht zwingend eine Grandiosität. Mangelndes Mitgefühl. Der verdeckte Narzisst, der grandiose Narzisst, ja, Psychotrauma, nicht zwingend. Glaube an die eigene Einzigartigkeit, die beiden Narzisstensorten, ja. Der Psychotraumatisierte, nein. Wunsch nach Bewunderung? Der verdeckte und der grandiose Narzisst? Ja.
psychotraumatisierte, vor allen Dingen, wenn der Mensch als Kind schon emotional missbraucht wurde und eigentlich nie Liebe erfahren hat. Und das ist eben die Krux. Ja, da ist ein tiefer Wunsch nach Liebe da. Aber das ist kein Wunsch nach Bewunderung. Das ist kein Wunsch nach einer perfekten, alles überragenden Beziehung. Das, wie beim Narzissten, das ist der Wunsch, der tiefe Wunsch nach Liebe. Endlich Liebe zu erfahren und Verbundenheit zu erfahren. Ausnutzung, die Narzissten ja. Psychotrauma, dass der automatisch andere Menschen ausnutzt? Nein. Neid, beide Narzisstensorten ja. Psychotrauma, eher ein gesunder Neid. Neid im Sinne von, das möchte ich auch. Das wünsche ich mir doch eigentlich auch. Warum habe ich denn das nicht? Was könnte ich denn jetzt dafür tun, damit ich das auch bekomme? Überheblichkeit, die Narzissten, ja. Psychotrauma, das ist kein Diagnosekriterium für Psychotrauma. Bösartigkeit. Es gibt verdeckte Narzissten und grandiose Narzissten, die sind sehr bösartig. Es gibt aber auch verdeckte Narzissten und grandiose Narzissten, die sind nicht so bösartig. Das ist so dieser mildere Narzissmus, das ist ja ein Spektrum. Und so in diesem milderen Narzissmus ist eigentlich diese Bösartigkeit nicht so stark ausgeprägt. Bei Psychotrauma, die keinen Wutanfälle haben. Ja, die können, wenn die traumatisiert sind, können die komplett ausrasten. Aber bösartig? Nein. Bösartigkeit ist kein Diagnosekriterium vom Psychotrauma. Ich denke, ihr habt anhand von dieser Liste verstanden, dass da ein riesiger Unterschied besteht, auch von der Diagnostik, zwischen dem verdeckten Narzissten, dem grandiosen Narzissten auf der einen Seite und dem Psychotrauma auf der anderen Seite. Das heißt, Golda und Mara sind beide nicht zu Narzissten geworden. Natürlich können beide, wie wir alle, ab und zu eine narzisstische Verhaltensweise an den Tag legen. Was bei Mara passiert ist, sie hat nicht gelernt, sich selbst zu vertrauen, sie hat nicht gelernt, ihre Wahrnehmung zu vertrauen, sie hat nicht gelernt, sich selbst zu behaupten und sie hat ein Trauma. Durch dieses Trauma reinszeniert sie immer wieder und immer wieder diese missbräuchlichen Beziehungen. Narzissmus ist eine sogenannte Persönlichkeitsstörung. Die bleibt. Da kann man das Verhalten eventuell etwas moderieren, aber diese Persönlichkeitsstörung ist eigentlich nicht oder kaum behandelbar. Das Psychotrauma, und das ist das Gute dran, das Psychotrauma ist behandelbar. Mit dem Psychotrauma können wir arbeiten. Das Psychotrauma, das können wir auflösen. Und wenn das Psychotrauma mal weg ist, dann ist das wie wenn da ein Wahrnehmungsfilter weg wäre und Mara sich sagen könnte, schon von Weitem, oh, das ist wieder einer der Missbraucher, den brauche ich nicht. Das wird für Mara immer noch nicht leicht, Beziehungen zu führen, wenn das Psychotrauma mal weg ist. Aber ich sehe das immer wieder bei meinen Klienten und Klientinnen. Sie kommen aus missbrauchten Beziehungen, sie sind während ihrer Kindheit schon emotional missbraucht worden, sie haben dieses Trauma erlitten, wir lösen dieses Trauma auf und sie sind fähig, erfüllte, schöne Beziehung zu leben. Nichts mehr mit Bindungsstörung. Also, ich bitte euch, streicht das Wort Konarzist und wenn es verwendet wird, dann prüft sehr genau, geht es hier um den verdeckten Narzissmus oder geht es um einen Menschen mit einem Psychotrauma durch emotionalen Missbrauch? Weil ein verdeckter Narzisst, eine verdeckte Narzissmus und ein Mensch mit einem Psychotrauma, die kann man nicht einfach gleichsetzen. Das sind zwei komplett verschiedene Paar Schuhe. Danke dir fürs Zuschauen und bis bald.